Ich komme, meine Liebe. Trank der Hügelriesenstärke, Meisterliebeskunst und Wahrnehmungstrank. Und Beißer. Kannst du den benutzen? Ja, den könntest du theoretisch benutzen. Säureschaden, ja. Aber sie ist wahrscheinlich auf Schleuder, ja. Ja, das gibt einen schlechten ETW. Deswegen kommt er erstmal da rein. So. Ah ja, und jetzt die ganzen Edelsteine mal verkaufen. Baldurans Umhang. Der macht schon zwei. Ach, Rüstungsklasse gegen riesige Humanoide. Was macht das Ding? Charisma und Bezauberung. Dann nimm du den mal. Du hast nämlich noch gar keinen Umhang. Wobei, könnte ich dir nicht irgendeinen geben. Nee, ich habe ja gerade keinen Schutzumhang zur Hand, nur das Flüstern der Stille. Und den Schildumhang. Okay. Ganz ehrlich, ich werde ein paar Tränke der Meisterdiebeskunst verkaufen. Tacos, der Halblingswirt, war extrem froh, die Abstücke zu sehen, die ich ihm zurückbringen konnte. Worum, wie ihr wünscht. Ich kann mich aber daran erinnern, dass die Kiste geschmolzen war. Na komm, wir gehen jetzt erst einmal da oben uns um dieses den Checkpoint kümmern. Dann gehen wir in unser Lager zurück, um Sachen zu verkaufen. Your need? Yes, dear. Ah ja, stimmt, da war ein Bär auf der Seite. Wow, Fallen hier? Okay. Dass hier einfach irgendwelche Fallen sind, das finde ich sehr interessant. Ja? Wie ihr wünscht. Also ja, jetzt haben wir nur noch hier die Ecke und das Lager hier oben. So, tut mir leid, Grizzly Bear. Minotaurs schwarze Grube, die allen schwarzen Gruben ein Ende setzen soll, okay. Steinstatuen, die nicht mehr da sind, Grabungsstätte der Zwerge, Lager und meine Ausrüstung. So, dann kümmern wir uns mal um die hier. Benway ist hier, die Elitekämpfer haben versagt, sie haben versagt, alle Mann zurück über die Brücke, los, los. Der Held ist hier, auf eigene Faust.
Die Elite-Kämpfer haben versagt bei den Göttern. Alles, was macht ihr denn? Nein, nicht. Das ist eine schreckliche Art, eine Brücke zu behandeln oder irgendeinen Flussübergang. Ich glaube, ihr braucht einen neuen Weg, um den Lauf zu überqueren. Der Übergang ist zerstört, verdammt nochmal. Wie kann ich helfen? So. Jetzt kriegt ihr da hinten nochmal einen Feuerball ab. Javis, do you know what your cowardice has cost us this day? Heffernan, what happened here? Heffernan, was ist hier passiert? The hero of Baldur's Gate arrived, m'lady. Unbound and unescorted by your elites, this man panicked. He destroyed the bridge before our prey could cross. Der Held von Baldur's Tür ist angekommen, meine Dame. Ungefesselt und ohne die Begleitung eurer Elitekämpfer. Dieser Mann geriet in Panik. Er hat die Brücke zerstört, bevor unsere Beute sie überqueren konnte. Verzeiht mir, Herrin, bitte. There is nothing to forgive, Javis. The fault is mine. I should have warned you of this possibility. Es gibt nichts zu vergeben, Javis. Die Schuld liegt bei mir. Ich hätte euch vor dieser Möglichkeit warnen sollen. It is time this child of Baal and I had words. Es ist Zeit, dass dieses Kind von Baal und ich uns unterhalten. Crusaders, stand down. Kreuzritter, Waffen runter. Ich bin Kaelor Argent. Ja, das wissen wir. Ich weiß, dass ihr meine Worte hört. Ich will mit euch sprechen. This may be our only opportunity to communicate directly with Kaelor. We have to take it. Dies ist möglicherweise unsere einzige Gelegenheit, direkt mit Kaelor zu kommunizieren. Wir müssen sie ja gleich ergreifen. Vielleicht kann ich sie überreden, diesen Wahnsinn jetzt zu beenden, bevor noch mehr Leben verloren geht. Ich will es nicht tun. Macht ihr es. Schaut mich nicht so an. Unerschön, ich werde es tun. Wir haben die Gelegenheit, dies zu beenden, indem wir ihr einen Pfeil zwischen die Augen schießen. Na schön, ich werde es tun. This is new. She's never been willing to speak to anyone representing the council before. If she'll talk to you, well, I doubt she's here to surrender, but we should hear what she has to say. Das ist neu. Sie war noch nie bereit, mit Vertretern des Rates zu sprechen. Wenn sie mit euch spricht, naja, ich bezweifle, dass sie hier ist, um sich zu ergeben. Wir sollten uns jedoch anhören, was sie zu sagen hat. And so the hero of Baldur's Gate comes from my head. Shall we speak and see what truth comes of it? Und so kommt der Held von Baldur's Tor, um sich meinen Kopf zu holen. Sollen wir sprechen und herausfinden, welche Wahrheiten wir aufdecken können? Sprecht, das werden wir sehen. Sprecht, aber haltet Abstand. Meine Taten werden deutlicher sprechen als meine Worte zwischen uns, strahlende Dame. Das werden wir sehen. Sprecht, aber haltet Abstand. We stand poised on the cusp of a new age. Someday all Faerun shall look to this moment and say, then, that was when everything changed. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Eines Tages werden alle Faerun auf diesen Moment zurückblicken und sagen, genau dann hat sich alles geändert. Ihr habt mich hierher geführt. Euer Versuch, mich zu töten, der Schaden, den ihr im ganzen Land angerichtet habt. Das Schicksal und die Klingen der Attentäter, die ihr geschickt habt, um mich zu töten. Der Druck des Rates der Vier und die Bezahlung, die sie mir anbieten, haben mich hierher gebracht, obwohl die Gelegenheit, euch zu täten, schon gut genug ist. Nehmen wir die zwei. I am not your enemy. Consider for a moment the poison my agent sought to use against you. Ich bin nicht euer Feind, Brenner. Bedenkt für einen Moment das Gift, das meine Agenten gegen euch einsetzen wollten. Ich habe Imoin bewusstlos gemacht, aber es war keine tödliche Dosis. Ja, der Satz klingt wieder komisch. Kommt zum Punkt. Meine Ohren sind taub für eure Lügenhexe. Betrügt eure Anhänger, wenn ihr wollt. Ich lasse mich nicht so leicht manipulieren. Kommt zum Punkt. It may seem that we stand on opposite sides,
But it is not so. Our goals align closer than you know, and there is much we could achieve together. Wir scheinen auf verfeindeten Seiten zu stehen, aber das ist nichts so. Unsere Ziele liegen näher beieinander, als ihr wisst, und es gibt vieles, was wir zusammen erreichen können. I am a drop of water in the river of my army. We will wash away all opposition. Return to Baldur's Gate. Tell the council not to oppose me. Ich bin ein Wassertropfen im Fluss meiner Armee. Wir werden jeden Widerstand hinfortspülen. Kehrt nach Baldur's Tor zurück, sagt dem Rat, er soll sich mir nicht in den Weg stellen. Die Großherzüge werden sich nicht umstimmen lassen, ebenso wenig wie die Herren von Tiefwasser oder Durchfurt. Einige sagen, das Blut von Baal würde durch eure Adern fließen, Kayla Archon, stimmt das? Ich schere mich nicht um die Beweggründe von Herzögen, ich bin aus eigenem Willen hier. Nehmen wir die zwei. Nein, no child of Baal am I, nor any other god. I am an Asimar, descended from a Solar that blessed my line generations ago. Is blood what matters to you, or the message? Nein, ich bin ein Kind von Baal, kein Kind von Baal oder irgendeinem anderen Gott. Ich bin ein Asimar und stamme von einem Solar ab, der meine Linie vor vielen Generationen gesegnet hat. Ist für euch das Blut von Bedeutung oder die Botschaft? Blut ist von Bedeutung, wenn es im Dienst einer Botschaft vergossen wird. Eure Botschaft interessiert mich genauso wenig wie die Befehle der Großherzöge. Blut bietet keine Vergebung und nichts an. Eure Botschaft kann die Tode rechtfertigen, für die ihr verantwortlich seid. Die Blutsverwandtschaft konnte Sarivok nicht retten und euch wird dasselbe Schicksal ereilen. Blut bietet keine Vergebung, nicht sondern eine Botschaft kann die Tode rechtfertigen. Ja, irgendwie möchte ich das nehmen. In our lifetimes, two Dragonspear Wars have ravaged this land. Fiends set out from the castle, bringing ruin to the land and dragging thousands of innocent souls into the inferno before being beaten back for a time. Those who follow me lost wives and husbands. Parents, children, friends. But what was lost can be restored. I will bring those tortured souls back to Toril. Zu unserer Lebzeit haben zwei Drachenspeerkriege das Land verwüstet. Schurken verließen die Burg, sie verwüsteten das Land und zerrten tausende unschuldiger Seelen in die Flammen, bis sie zurückgeschlagen werden konnten. Jede, die mir folgen, verloren Ehefrauen und Ehemänner, Eltern, Kinder, Freunde. Aber was verloren gegangen ist, kann wiederhergestellt werden. Ich werde diese gequälten Seelen nach Toril zurückbringen. Ihr könnt nicht in die neuen Höllen marschieren und einfordern, was das Recht der Teufel ist. Es ist Wahnsinn, das überhaupt in Betracht zu ziehen. Ihr müsst wissen, dass euer Ansehen unmöglich ist. Und auch wenn es möglich wäre, kann es nichts Gutes bedeuten, jene wieder zu beleben, die schon lange in den Höllen verloren sind. Ihr solltet an euer eigenes Leben denken, bevor ihr versucht, die bereits Verstorbenen zu retten. Nehmen wir mal die 2 oder die 1. Nehmen wir die 1. You are willing to condemn the unjustly imprisoned to an eternity of torment, then. Eternity, Ballspawn. Consider this. Dann wollt ihr die zu Unrecht eingekerkerten zur ewigen Folter verdammen. Ewig, Ballbrut. Denkt darüber nach. Would you hesitate if one of your own were cast into the hells, whatever their deeds? Or would the Dukes be fighting you now to keep you from what you feel is right? Würdet ihr denn zögern, wenn einer der euren in die Höllen gezogen würde, aus welchem Grund auch immer? Oder würdet die Herzöge gegen euch kämpfen, um euch von dem abzuhalten, was ihr als richtig erachtet. Countless lives were lost as the fiends erupted from Dragonspear, a tide of hate and sulfur ravaging the land. None could escape. There was nowhere to run. Families, homes, loved ones. Every soul caught in a fiend's grip at the moment of their death. Zahllose Leben wurden verloren, als die Scheusäuse aus Drachenspear ausbrachen, eine Flut von Hass und Schwefel, die das Land verwüstete. Niemand konnte entkommen, es gab keinen Ort, wohin man fliehen konnte. Familien, Heimatorte, Geliebte, jede Seele im Augenblick des Todes im Griff eines Scheusals gefangen. But it does not end there. They are taken to the nine hells. Their blood boils, their skin blisters and bursts. Devil's claws rend their soul, tearing it to shreds. But they cannot die. I hear them. I hear the screams of the unjustly damned. And I will not turn a deaf ear. Aber es endet nicht dort. Sie werden in die neuen Höllen gebracht. Ihr Blut kocht, ihre Haut bekommt Blasen und platzt. Teufelskreise zerreißen ihre Seelen in tausend Stücke, aber sie können nicht sterben. Ich höre sie, Breloir. Ich höre die Schreie der unschuldig Verdammten. Und ich werde dich tatenlos zuhören. Ich bin nicht ohne Mitgefühl für die Seelen von Drachenspeer, Kayla, aber eurem Vorhaben fehlt Strategie und noch schlimmer, ihr ignoriert, was geschehen könnte. Vielleicht zum zweiten Mal. Das Bild, das ihr aufzeichnet, ist wirklich erschreckend.
Wenn das, was ihr vorschlagt, wirklich möglich ist. Es ist ein törichtes Vorhaben und ein blinder und verrückter Plan. Die Höllen werden die Seele nicht freigeben, sondern sich nur noch mehr holen, einschließlich der euren.